Einen weiteren Schritt im Maßnahmenpaket gegen extreme Raser hat Landesrat Stefan Schnöll heute zusammen mit Partnern präsentiert. Testimonials unter anderem Olympiasieger Thomas Geierspichler und eine Verkehrssicherheitskampagne werden in den kommenden Monaten unter dem Motto Ober vom Gas die Folgen des Rasens thematisieren. Wir haben gesagt, wir wollen wirklich mit den einzelnen Zielgruppen gemeinsam dann auf diese verschiedenen Rasertypen Acht geben. Wir wissen, dass die sehr unterschiedlich sind, sehr divers sind. Man muss sie mit einzelnen Botschaften ansprechen, um eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen und einige sehr bedrückende Beispiele und Schicksale erlebt, die wir auch vor den Vorhang holen wollen, damit eben andere hoffentlich einen anderen Weg wählen. Ich engagiere mich da jetzt für diese Kampagne, weil ich möchte, dass vielen das erspart bleibt, das wir durch der Katja und Tode leben haben müssen. Es hat jeder Raser ein soziales Umfeld und man kann ja hoffen, dass das soziale Umfeld vielleicht einwirken kann dann auf diese Personen. Und sei es nur, dass vielleicht ein junges Dirndl sagt, ich setze mich zudem nicht mehr rein, weil mein Leben ist mir einfach zu wichtig. Ich bin kein Heiliger. Ich meine, ich habe eine Strafzählung gekriegt oder kriege meine Strafe. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagt. Aber es geht einfach um das, dass man, wie man es oft dann mal so sieht, auf der Autobahn, wo es links und rechts daherkommen oder wo es Arsch auf Arsch hintereinander fahren. Und da geht es nicht um das, nur dass sie sterben können, sondern dass da was auslösen können, dass andere Menschen sterben können. Und dass das Leben dann verschissen ist, wenn du dir den Schuh anziehen musst, dass du andere Leute, dass du auf die auf dem Gewissen hast nachher. Es war ganz wichtig für mich, es ist nicht, ein guter Autofahrer ist gleichzeitig ein sicherer Autofahrer. Und nur weil ich schnell schalten kann oder schnell Gas geben kann oder bremsen kann, bin ich nur kein guter Autofahrer, sondern ich muss auch gut reagieren können und gute Entscheidungen treffen. Ich denke, dass es ein Maßnahmenbündel ist, das heißt viele Akteure, die hier an einem Strang ziehen, jede Hand ist hier eine helfende Hand. Es wird nicht ohne der Repression gehen, es wird aber auch nicht ohne der Prävention gehen. Ich denke, dass es ein gutes Mischungsverhältnis sein sollte, aber jeden, den wir im Bereich der Prävention erreichen können, den brauchen wir nicht mit der Repression belangen. Und deswegen glaube ich, ist die Kampagne, die heute begonnen worden ist, eine sehr, sehr gute. Ziel muss es sein, mittelfristig die Zahl zu halbieren. Wir wollen natürlich irgendwann diese sogenannte Vision Zero, das heißt null Verkehrstote, herbeiführen. Das wird uns auch gelingen durch den technischen Fortschritt. Bis man so weit ist, bis die Autos auch dann wirklich sicher sind, müssen wir natürlich auch eine Verhaltensänderung herbeiführen. Und das probieren wir jetzt mit dieser Kampagne.